Da sind wir. Tag 7, 17.46 Uhr. Ich habe noch ein bisschen weitergebaut offscreen. Ich konnte die Finger nicht von lassen. Möchte ich euch kurz zeigen, was wir noch gemacht haben. Und zwar haben wir gemacht... Hier habe ich mal noch ein bisschen weiter ausgebaut. Hier auch mal eine kleine Barrikade. Ob das gut geht, werden wir heute Nacht sehen. Auf der anderen Seite auch. Da würde ich gern außenrum auch noch eine Mauer ziehen, tatsächlich. Dann habe ich hier außenrum alles... Ich habe hier schon prepared für Blutmond. Außenrum alles vollgesetzt mit diesen... Stacheln. Gucken wir mal, ob es hinhaut. Und ich habe am Bunker schon mal weiter gebastelt. Also so wird der Bunker am Ende aussehen. Ich habe hier nur mal zugemacht, dass da keiner reinlatschen, die nicht unnötig irgendwas kaputt machen. Wobei ich glaube, es wird automatisch schon passieren. So wird es dann hier aussehen. Und so geht es dann runter. Und hier unten kommt jetzt tatsächlich Metall, also Stein. Und da brauchen wir den Bergbaubohrer. Das bringt sonst nichts. Das ist sonst Blödsinn. Hier rumzueiern, da sitzt ja ewig dran. Deswegen kann nur nach dem Blutmond das Ziel sein, den Bergbaubohrer zu finden. Ganz schnell, damit wir hier dann zügig weitermachen können. Aber das wird cool. Wenn wir hier so runterlaufen, dann, das wird geil. Dann haben wir hier einen schicken Bunker. Super geil. So, ein paar Minuten haben wir noch bis zum Blutmond. Wir gucken nochmal, hier habe ich auch ordentlich Stein abgebaut. Wir sollten vielleicht sogar noch ein bisschen Stein abbauen. Ah, meine Axt ist aber meine Spitzhacke ist aber fast kaputt. Was fehlt? Ach, ein Reparaturkit. Ja komm, dann lasst uns vorbereiten für den Blutmond. Oh, es fängt schon an. Es geht schon los, du. So. Hier machen wir zu, hier machen wir zu. Ich wollte eigentlich dann oben auf dem Balkon. Da habe ich nämlich auch angefangen rumzubasteln. Hier habe ich mal versucht, so einen Käfig zu bauen, aber das funktioniert nicht wirklich richtig. Den müssen wir dann nach dem Blutmond nochmal abreißen. Aber wenn jetzt keine Geier kommen, können wir wenigstens hier runterpfeffern. Ich weiß auch nicht, von welcher Richtung sie kommen, ne? Das werden wir rausfinden. So, pass auf. Reparaturkits hatte ich da nicht gebaut. Ich war auch nochmal unterwegs ein bisschen looten. Da habe ich noch Motoren gefunden und so weiter. So, die Sachen haben wir hier drin. Das können wir scrappen. Das können wir scrappen. Sortiert habe ich jetzt hier noch nicht. Das ist alles einfach mal in so eine Kiste reingepfeffert. Das ist ja auch mein Inventar, Kalle. Hier musst du gucken. Das ist die Kiste. Junge. Da müssen wir dann nochmal schauen. Was geben wir dem? Das geschmiedete Eisen habe ich hier noch. Hier, Motoren habe ich gefunden. Können ja eigentlich mal da vorne in die Kiste. Ah, da machen wir nochmal eine kleine. So, da haben wir jetzt schon 3 Motoren, 3 Autobatterien. Das ist nicht schlecht. Benzin kommt hier rüber. Das und das kommt hier rüber. Das brauchen wir fürs Labor. Antibiotika ist vielleicht nicht verkehrt. Nein, wir werden uns eh drin aufhalten. Nitratpulver, nee. Säure kommt da auch nicht rein. Essen kann man hier reinpacken. Eier, Fleisch. Die können wir kaputt machen. Das können wir kaputt machen. Das können wir verkaufen. Ah, hier Stone habe ich auch noch. Eine bessere Axt habe ich gefunden. Da ist die Mod aber noch drin. Die dürfen wir jetzt nicht kaputt machen. Die können wir aber kaputt machen. Schaufel tue ich mir auch schwer, die kaputt zu machen momentan. Eichensamen. Dann pack die mal hier rüber. So. Verkaufen können wir definitiv die Jacke. Die macht mehr Ausdauer hier. Ah, komm, verkaufen. Das verkaufen wir auch. Das ist Material. Messing-Türgriff. Die brauchen wir nicht. Messing-Heizkörper. Oh, die kannst du verkaufen für 120 das Stück. Alter. Naja, kommt aber jetzt alles in die Kiste.
Donnerbüchsenmunition brauchen wir natürlich. Das kommt hier rüber. Das Zement kommt hier rüber. Scharnische Teile, das rüber. Das kann man rüberpacken. Das bisschen Holz behalten wir, falls wir was reparieren müssen. Das kann rüber, das kann rüber, das. Ich würde sagen, die Hälfte Stein, den Rest geht hier rüber. Das kommt rüber. Öl sollten wir ja aufheben, ne? Okay, das können wir nicht. Das können wir noch verkaufen. Der Rest ist halt Material, wobei wir können ja eigentlich auch schon mal das Metall hier rausnehmen. Da habe ich noch Zeug. Die können wir mal drauf lassen, falls dann tatsächlich irgendwas kommt. Die können rüber. So, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, gerade irgendwie. Keine Ahnung warum. Die Federn hier rüber, das packe ich jetzt mal hier rüber. Das wollen wir, na, das tun wir mal raus. Das zum Reparieren. Da ist die Mod noch drin, das behalten wir. Wie sieht's denn aus? Durstig, hungrig? Nee, gar nichts. Also doch, durstig schon, aber... hungrig schon. Komm, dann... Nochmal fix was gegessen und getrunken und dann geht los. Gut. Das sind alles so, ich brauche hier noch Kisten, ne? Aber ich will ja den Bunker fertig bauen, das ist ja das Ziel. Es soll ja der Bunker fertig werden, bevor ich hier... So, was brauche ich denn für Reparaturkits? Da brauche ich Klebeband und geschmiedetes Eisen, das haben wir doch alles noch. Dann können wir uns das doch... Klebeband und geschmiedetes Eisen war wo? Hier. Wie viel gehen denn da? 42. Na gut, muss jetzt nicht 42 sein. Ich würde sagen, wir machen mal 20. 3 Minuten, sehr schön. Diese Nagelpistole bräuchten wir über kurz oder lang. Das ist fortgeschrittener Ingenieur. Und wenn ich hier mal gucke... Ja, da müssen wir jetzt noch... Auf Intelligenz. Du bist jetzt Elektriker, lerne Generatoren zu fertigen und schütze deine Basis, fortgeschrittene Verteidigung, Elektrozaun. Stelle fortgeschrittene Gegenstände wie Werkbänke, elektrische Gegenstände her. Kost 1, Level 2 von 2. Ah, da brauchen wir hier Intelligenz Level 6 und da sind wir jetzt Level 3. Ah, das könnten wir dann... Futschi, grüß dich. Bin dann hier auch mal im Lurk. Zockst du nebenbei, Futschi? Futschi ist auch gerade online, habe ich gesehen. So, pass auf. Ja, hau mal rein den ganzen Schmodder. Die behalten wir, falls wir was reparieren müssen. Kann ja schon mal alles einschmelzen. Brauchen wir ja. Da nicht. Ich lege das jetzt einfach mal alles hier rein. Weil ich brauche leeres Inventar. So, den Kram lassen wir drin. Jetzt rüsten wir uns mal aus, würde ich sagen. Also Baseballschläger bleibt, die Donnerbüchse nehmen wir mit. Das legen wir erstmal raus. Dafür die AK-47. Die Munition mal rüber. 7,62. 9mm Munition. Ich glaube, das wird reichen, oder? Die Schaufel auf jeden Fall mal weg. Das weg, das weg. Blöcke, falls wir noch irgendwo was zubauen müssen. Primitiver Bogen. Ganz zur Sicherheit. Ja, ich werde auch noch ein Jagdgewehr. Also wir sind bewaffnet bis an die Zähne eigentlich. Oh, da haben wir nur 6 Steinpfeile. Da wollte ich eigentlich noch mal ein paar machen. Aber wir haben 30 Eisenpfeile. Hallo?
Geht es mit diesem primitiven Bogen hier nicht, oder was? Die ist geladen. Die laden wir mal noch. Und dann geht es geht gleich schon los, Alter. Das passt. Die ist auch geladen. Ich würde halt gerne erst mit dem Bogen, ne? Eisenpfeil, Munition. Warum geht das jetzt nicht? So, Freunde. Ich bin echt gespannt, wie das ausgeht, Alter, die erste Nacht. Ich hoffe, das hebt alles so, wie wir es prepared haben. Bisschen nervös, bisschen nervös. Die Steinpfeile nimmst du, oder was? Naja, die nimmt er. Was ist das für ein Scheiß? Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier stehen, oder? Meinst du, so wären wir sie dann wenigstens von oben? Na. Das ist, da muss ich mir noch was überlegen. Ich dachte, es wäre einfacher, wie das hier zu bauen. Alter, wie rot das alles ist, ne? Nicht nervös, der Boy hat Angst. Ihr kennt mich doch, ich bin doch so schreckhaft. Komme ich da hoch? Oh, würde ich sogar. Da stehen wir sogar auf dem Käfig. So, noch 10 Minuten, Leute. Dann geht er los. Wie gesagt, die Zeit habe ich jetzt wieder normal eingeschaltet, aber ich denke, wir werden bei dieser langsameren Zeit bleiben, weil es geht mir hier nicht darum, so schnell wie möglich die Blutmonde zu erledigen, sondern ich will ja den Bunker fertig bauen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die jetzt in der ersten Welle, also soweit ich weiß, nochmal kurz zur Erklärung, hat auch diese Geschichte hier was mit diesem Spielstadium zu tun, mit dieser 22, daran ist, es geht los, Freunde, es geht los. Oh, es leckt auch. Da kommen sie. Da kommt der Erste. Okay, hier scheint relativ ruhig zu sein. Es ist halt die Frage, von wo kommen sie. Und ich glaube, die kommen ziemlich von hinten. Die gehen tatsächlich vorne an die Tür. Ach, scheiße. Oh, fuck. Warum kommst denn du hier hoch? Weil die haben sich hier hoch... ihr hier hoch? Das war nicht der Plan. Weil die springen hier hoch, die Schweine. Oh fuck, den habe ich da vorne was gebaut, dass die hier hochspringen können. Das ist nix. Aber es ist Loot, 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 Loot. Die kommen hier hochgesprungen. Auf den Dingern. Das ist scheiße. Da müssen wir umbauen. Und hier komme ich auch nicht so hin, um... Also da haben wir, da sehen wir jetzt schon die erste Schwachstelle, ne? Die kommen hier rüber. Die springen hier rüber. Nee, da brauchen wir noch was anderes für die Mauer. Oh Gott, was ist denn das für einer? Achso, der Boy. Na gut, ich glaube die erste Nacht. Bis 4 Uhr morgens geht's übrigens. Ah.
Wenn du auch da einen Käfig drüber baust. Ja, ich will ja so eine Falle bauen. Also die sollen ja nicht alle... Die suchen sich, glaube ich, immer so den geringsten Weg, den geringsten Widerstand eigentlich. Oder den direktesten Weg. Um irgendwie zu dir zu kommen. Das merken wir jetzt auch. Die kommen alle von vorne. Und das Schlimme ist, von Blutmund zu Blutmund wird die Horde natürlich heftiger. Kommen neue Zombies dazu und so weiter. Also der erste Blutmund ist eigentlich noch relativ... relativ human. Deswegen hätte ich halt nach Möglichkeit gerne schon beim zweiten Blutmond den Bunker fertig. Wie gut, dass wir schon so viel Munition gefunden haben, ne? Guck, die kommen hier hoch, die stapeln sich dann. Und kommen hier hoch. Also da muss auf jeden Fall eine Falle hin. Da müssen wir uns auch irgendwie was... Ja komm, Mutti. Die kommen halt hier rein. Leonie, grüß dich. Die kommen halt hier rein. Also wir sehen schon die Schwachstelle an unserer Mauer. Das muss für den zweiten Blutmond auf jeden Fall ausgebaut werden. Ich habe es ja auch alles extra auf einfach eingestellt, ne? Also es ist jetzt halt auch nicht der schwerste. Weil ich erstmal wieder reinkommen will. Freut er sich. Jawohl, Maverick. Wie die Sau freue ich mich. Scheiße, wo sind wir jetzt noch hin? Wo sind die jetzt? Mach da unten rum. Oh. Sau, alle. So, die erste Welle haben wir überlebt anscheinend. Mal hier mal zu. Hey, sie kloppen aber hier nicht wirklich viel kaputt, ne? Oh, Loot. Müsste eigentlich noch eine zweite Welle kommen. Aber die, gesagt, die ist noch relativ harmlos. Die Wumme macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich will ja da so ein richtig... Ja, ja, die Munition reicht. Auf jeden Fall. Aber ich will halt so... ich will ja da so eine richtige Falle bauen, wenn die jetzt zum Beispiel von hier vorne alle kommen. Was ist denn jetzt? Es ist ihm kalt, Alter. Du stehst neben einer Fackel, guck mal. Ja, wo ist denn der Rest? Relativ wenig kaputt gemacht. Die Tür. Sehe ich jetzt nicht. Auf Anhieb. Auf
vorhin ist was reingelaufen, glaube ich. Ja gut, für die zweite Blutmund. Wie gesagt, der erste ist jetzt gar nicht so wild. Es hat halt irgendwas mit diesem Spielstadion, mit diesem Game Stage zu tun. So viel weiß ich noch, aber mehr kriege ich auch nicht mehr zusammen, muss ich mal nachlesen. Aber ich denke, wenn wir das hier noch entsprechend, wenn wir jetzt gucken, dass wir bis zum nächsten Blutmond die Fallen freischalten und Elektrizität freischalten, dann können wir hier unten alles so mit Fallen präparieren, dass dann eigentlich keiner hochkommt. Hier oben könnten wir ja sogar noch zubauen. Weil ich glaube nämlich, dass die über diese Teile, die ich hier hingesetzt habe, reingekommen sind. Über die zwei hier. Das war eine doofe Idee. Die habe ich aber vergessen wegzumachen. Oder wir machen halt irgendwie so wie so ein Trichter, wo sie reinlaufen und zusammenfallen und dann unten in eine Falle rein. Das wäre natürlich auch geil, ne? Dass wir hier direkt vorm Eingang irgendwie so einen Trichter bauen. Ja, ihr seht ja, kommt jetzt nicht wirklich viel, ne? Der ersten Horde Nacht. Na, Glück haben, war das die einzige Welle, die kam. Hoppla. Wir gehen mal rein, uns ist kalt. Naja. Da sehen wir ja ganz froh. Nicht wirklich viel los. Aber wir hatten ein Level up. So viel habe ich mitbekommen, glaube ich. Hier. Zack. Und jetzt können wir hier auf... Brauchen wir noch ein Level up? Dann können wir hier drauf. Fortgeschrittener Ingenieur, dann können wir auf jeden Fall schon... Robin, grüß dich. Dann können wir auf jeden Fall schon... Ding bauen. Ich glaube sogar den Bohrer, den Bergbaubohrer. Und wir können bauen... Elektrizität. Und dann können wir die Fallen anbringen. Oh, cool. Weil wir können ja das Spiel auch individuell schwerer stellen. Also wenn wir dann halt merken, okay, wir sind schon so weit, dass wir auch größere Horden machen können, dann können wir ja die Horden hochdrehen. Das ist ja kein Problem. Aber jetzt so, der erste Blutmond war jetzt gar nicht so wild, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ja gut, jetzt müssen wir halt alles hier noch... Uns ist kalt. Können wir sogar die Blutmond noch nutzen, um hier ein bisschen auszubauen. Guck. Ich denke, das wird gut. Vor allen Dingen, ich habe noch ein paar Ideen. Und ganz im Notfall, wenn dann die Horden wirklich zu wild werden, dann können wir uns in den Bunker verpissen. Deswegen will ich den Bunker so schnell wie möglich fertig machen. So, da haben wir hier schon mal eine ordentliche Wand. Ja, ja, die wollten hier unten durch. Die haben sie durchgekloppt. Deswegen, das hier muss natürlich alles raus. Beziehungsweise müssen wir aufwerten. Müssen wir gar nicht rausschlagen, sondern müssen wir halt aufwerten. Das dann halt hier alles entsprechend. Das passt ja. Aber ich denke, mehr wird jetzt da gar nicht kommen. Komm, wir machen mal einen Rundgang. Wenn ihr hier oben drauf laufen. Das würde ich dann auch gerne noch so ausbauen, dass ich mich hier oben frei bewegen kann. Und hier hinten dran, ja nochmal so eine doppelte Absicherung. Hier habe ich einen zu viel hingesetzt. Aber so soll das ja nach Möglichkeit funktionieren. Also gut, die erste Horde-Nacht.
Ja doch, die kommen schon auch durch Stein, aber halt einfacher, ne? Alles hat ja hier so ein, siehst du ja, das hat eine Haltbarkeit von 100, das Holz hier. Und wenn du jetzt hier auf so einen Stein klopfst, siehst du, der hat schon mal eine Haltbarkeit von 500. Und die kannst du dann immer wieder verstärken und immer wieder verstärken. Oder vielleicht dann halt auch gleich, wenn wir dann mit Beton arbeiten, das ist natürlich das Beste, was du haben kannst. Und aus Beton soll ja der Bunker dann gebaut werden. Das hier alles weg. Wir machen das so, wie wir es geplant hatten. Wir bauen hier die komplette Base um zur Horde Base. Komplett. Da können wir doch jetzt das hier reparieren, ne? So wie jetzt werte ich ja quasi auf, ne? Und jetzt als nächstes würde dann kommt Zement. Das hatte ich aber auch noch nie. Ihr könnt mich auch nicht daran erinnern, dass ich in der Horde-Nacht mal Zeit hatte, hier aufzuwerten. Aber pass mal auf, wir holen mal Zement. Wie sieht denn das dann aus? Doch, Zement haben wir schon ordentlich eingesammelt. Da brauchen wir dann aber auch hier, haben wir zum Beispiel Zement. Beziehungsweise eine Betonmischung. Wenn wir die jetzt nehmen, zeige ich euch. So. Zack. Und jetzt haben wir hier Zement. Das ist jetzt nasser Zement und der wird dann trocken. Und aus dem Material wird quasi der Bunker. Das sieht dann auch wieder anders aus, wenn es getrocknet ist. Aber um genug Zementmischung herzustellen, brauchen wir einen Zementmischer. Und siehe da. Wir sind ein Level up und können den Kram jetzt bauen. Und dann können wir uns auch die Nagelpistole bauen. Mit der geht es natürlich noch viel schneller hier. Wenn du jetzt da drauf klopfst, hat das schon mal 1200. So, ich denke, da kommt tatsächlich nur eine Horde. Nee, ist nicht da. So, und dann lasst mal gucken. Fortgeschrittener Ingenieur. Zack. Und jetzt gucken wir mal, was wir bauen können. Ach nee, da brauche ich noch. Fortgeschrittener Ingenieur. Bauplan. Brauche ich tatsächlich noch den Bauplan? Was haben wir denn hier eigentlich? Tagebuch des Jägers. Kojoten. Naja, Kojoten jagen wir jetzt nicht. War jetzt nicht so. Den müssen wir bauen. Tatsächlich. Hier. Aber den können wir schon bauen. Fortgeschrittener Ingenieur. Wir sind ja jetzt fortgeschrittener Ingenieur. Und wir haben, glaube ich, für den Betonmischer. Ich habe jetzt bloß noch nicht rausgefunden, ob ich da dann. So wie bei der Nagelpistole, die kann ich jetzt noch nicht bauen.